Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Es weihnachtet sehr, lieber Phil. Ich sehe bei dir, ja, sieht Weltklasse aus im Hintergrund. Ein wunderbar geschmückter Weihnachtsbaum. Ja, die Elfen fliegen da rum und so weiter. Sensationell. Also ich freue mich sehr auf diese Weihnachtsfolge, muss ich sagen. Absolut. Die letzte in diesem Jahr, nachdem wir in unserer letzten Folge so ein kleines Adventskalenders-Spezial hatten, haben wir gesagt, komm, einmal machen wir noch hier richtig auf Weihnachten, so richtig auf gemütlich. Das soll so eine Folge werden, wo sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen in eine warme Kuscheldecke eingewickelt fühlen dürfen und sollen, einen Glühwein sich nebenbei reinziehen können und einfach hier hoffentlich so ein bisschen so eine kleine, muckelige, schöne Weihnachtsfolge von uns beiden nochmal zum Abschluss bekommen. Wir sind hier im Keller. Und ja, deswegen, es ist jetzt nicht unbedingt dieser mega Weihnachtsflair, aber den holen wir jetzt gleich zu uns her. Oh, kommt der Weihnachtsmann? Nicht der Weihnachtsmann, wir haben nämlich den schönsten, den tollsten, den besten, den mit Abstand attraktivsten, super duper Gast, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer? Meine Frau. Hey! Ja, schau, hier, weil ich habe ja noch ein Plätzchen frei, hier auf unserem Pilotensitz. Schatz, komm mal her. Hallo, grüß Gott. Hallo! Freue mich sehr. Ein Weihnachtself. Ja. Wenigstens hat Miri einen schönen Weihnachtspulli an. Es bringt ein wenig weihnachtlichen Flair hier in die Pizza- und Pommes-Bude. Ich dachte mir, oder? Passend zu Weihnachten? Ihr beide seid ja, sagen wir mal, das Lieblingspodcast-Pärchen der deutschen Klatschpresse. Heute, liebe Bunte, liebe Gala und wie ihr alle da draußen heißt, es zuhören lohnt sich gar nicht. Heute machen wir so ein bisschen, heute machen wir gar nichts. Also ja, keine Trennung, kein Auswandern, oder? Nee. Vielleicht auch Drillinge, vielleicht könnten wir Drillinge kriegen oder so. Ja, also bevor jetzt hier wieder es heißt, dass die Neure das komplett übertrieben Weihnachten feiern, nein. Also, ganz normal, ganz schlicht. Wir haben auch kein Lametta, weil ich persönlich mag kein Lametta. Wir haben einen schlichten Baum, einen schönen Baum, wo allerdings norwegische Fahnen draufhängen, weil das ist in Norwegen Tradition und das habe ich von Kindheit an oder von klein auf so mitbekommen. Das muss sein, sonst ist kein Weihnachten. Ja. Und süß, das habe ich nicht verstanden. Norwegische Fahnen oder allgemein Fahnen? Nee, norwegische Fahnen, das sind immer so kleine Fähnchen, die über den ganzen Baum irgendwie verteilt sind und sonst ist nicht richtig Weihnachten. Bevor wir auf das Thema Weihnachten gleich sicherlich auch nochmal näher eingehen, ja, das würde mich ja auch interessieren, ob ihr euch auch was schenkt. Und wenn ja, schreibt ihr so einen Wunschzettel oder sind das dann immer nur so Gutscheine? Würde ich tatsächlich gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder eine Challenge. Und die Miri weiß das ja auch. Sie ist ja sicherlich Stamm-Pizza- und Pommes-Podcast-Hörerin, weiß also, da nickt sie ganz artig, weiß also, dass Felix und ich uns immer ganz gerne mal mit ein paar lustigen Fragen gegenseitig challengen, was unsere Gäste angeht. Und das haben wir auch in dieser Folge vor mit dir, Miri. Und Felix und ich haben vor dieser Folge ein paar WhatsApps hin und her ausgetauscht. Und ich habe eine kleine Aufgabe bekommen und Felix hat eine bekommen. Und du weißt nicht, wann und wo, aber innerhalb dieser Folge werden wir versuchen, was rauszukriegen von dir, liebe Miri. Bin ich gespannt. Kannst du sehr gespannt sein. Ja, ich habe mal wieder so eine typische Neureuther-Challenge. Die ist nicht ganz ohne. Ich vermute, dass du drauf kommen wirst. Ach, muss ich euch dann sagen, dass ich glaube, jetzt ist gerade die Challenge? Genau. Du kannst sagen, okay. So eine Quatschfrage, das ist ja hier völlig okay. Völlig daneben. Okay, ja, völlig wow. Daneben. Sind wir gespannt, ob das funktioniert. Ja. Es freut mich besonders, dass du dabei bist, dass du gesagt hast, weißt du was? Es war relativ viel Überzeugungsarbeit. Ja, der BR hat keine Kosten und Mühen gescheut und so weiter, dass du dabei bist. Okay. Also vielen Dank dafür schon mal. Und okay. Es ist ja schon speziell, muss man sagen, wenn man sowas mit seiner Frau macht. Ja? Weil weißt du, wir reden ja dann auch ab und zu mal so ein bisschen Quatsch. Und das kann man ja mit ihr auch das sehr kenn gut Das kenne ich machen. Ja nicht, gell, von dir. Aber deswegen, ich hab an dich eine Frage. Okay. So, also, wie ist das jetzt so mit mir? Noch gut. Noch gut. Okay. Noch gut. Ich bin auf deine Fragen gespannt.
Ja, was sind denn die Themen, die wir heute klären wollen? Wir möchten heute sprechen über Liebe, Heimatliebe und über das Fest der Liebe. Also steht Liebe so ein bisschen, sagen wir mal, als Synonym über dieser Folge. Aber ich würde deswegen mal ganz, ganz easy und ganz, ganz sachte starten. Und zwar Thema Sportlerliebe. Ihr beide seid, / wart Profisportler und habt sehr viel Liebe, Zeit und Energie für eure Jobs aufgegeben und trotzdem noch, während ihr aktiv wart, habt ihr auch zueinander gefunden. Hat man ein anderes Verständnis für den jeweils anderen, wenn der viel unterwegs ist etc.? Also sprich, hilft es sehr, wenn auch die andere Person, der jeweilige Partner, ein Profisportler war? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dadurch, dass wir es beide gewohnt waren, lange Zeit von zu Hause weg zu sein, ohne unsere Freunde, Familie zu sein, war das dann auch wirklich einfacher, als wir zusammengekommen sind. Und ich glaube, es ist für einen Partner viel einfacher zu verstehen, dass er gerade seinem Beruf nachgeht, weil du ja genau das Gleiche machst. Du bist ja auch unterwegs und du weißt, da sitzt zu Hause keiner und wartet auf dich, sondern der macht seinen Job, du machst deinen Job. Und wenn man sich dann sieht, ist es umso schöner. Also meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, du bist ja unser Gast, also deswegen, ja. Ich muss da schon ein bisschen nachhaken. Aber wie war das dann damals so? Du bist der Reporter quasi heute. Ah. Wie war das damals so? Ich meine, es war ja schon irgendwie schon ein bisschen special, oder? Du Biathlon, ich Skifahren, ja. So unsere Wettkämpfe, also so, oder unsere Zeiten, wo wir zu Hause sind, haben sich eigentlich relativ wenig überschnitten tatsächlich im Winter. Ja. Also so ab Oktober haben wir uns eigentlich fast gar nicht gesehen bis Ende März. Ja gut, wir haben uns davor ja auch nicht so brutal viel gesehen, weil du in Neuseeland und Argentinien und sonst wo warst und sehr viel am Gletscher. Es war halt einfach so. Also ich meine, damit ist man ja schon in die Beziehung reingegangen mit dem Wissen, dass man sich jetzt nicht so wahnsinnig oft sieht, aber ich finde, dadurch bleibt es auch irgendwie spannend, oder? Man hat sich permanent irgendwas zu erzählen, man vermisst sich, man merkt richtig, dass man sich vermisst. Ja, es gibt immer den Grund, dass man sich freut, wieder nach Hause zu kommen. Ja, das stimmt. Jetzt in meiner Beziehung ist es nicht so, dass wir super lang voneinander getrennt sind. Höchstens, wenn ich damals irgendwie bei Olympia oder so war, WM, EM, also 6 Wochen oder so am Stück. Mich persönlich hat das auch nicht so gestört. Aber ich habe schon gemerkt, hier zu Hause ist dann so langsam wäre auch mal wieder cool, wenn du zurückkommst. Und vor allem hat sich das fundamental mit Kind geändert. So, da war eigentlich auch für uns klar, okay, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, weil da ist meine Frau nicht so die Person, die sagt, ich mache das hier, ich rock das hier alleine komplett. Also wenn jetzt der Partner das auch gewohnt ist, dass er viel unterwegs ist oder auch, dass der andere viel unterwegs ist, ich glaube, dann kannst du sowas viel, viel besser, was heißt, akzeptieren. Das meinte ich ja zu Beginn, dass das der Vorteil ist, ja. Ja, du, wie gesagt, du gehst ja eben mit dem Wissen in diese Beziehung rein. Du weißt, der Partner ist viel unterwegs und wir haben unser erstes Kind bekommen. Da waren wir ja beide noch Profisportler. Das heißt, der Felix war mehr oder weniger die ganze Schwangerschaft nicht da. Sein Trainer hat ihm, wir haben ihm gesagt, wann Geburtstermin ist und er hat ihm davor einen Tag und danach einen Tag freigegeben und hat das Ganze nicht ganz so verstanden, dass das Kind jetzt vielleicht nicht wirklich genau an dem errechneten Termin kommt, sondern dass es da ja immer Plus Minus gibt und war dann auch leicht nervös, als es über den Termin ging und immer weiter Richtung Sölden ging und es war dann so, die Kleine war auf der Welt und der Felix war einen Tag später wieder in Sölden, gell? Weil dann eben Weltcup-Auftakt in Sölden war und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gewohnt gewesen wäre und gewusst hätte, dass es eben genauso sein wird, dann wäre das sicherlich schwierig gewesen. Aber mir war ja in dem Moment bewusst, wo wir uns dafür entschieden haben, dass wir ein Kind bekommen wollen, dass ich sehr, sehr viel mit dem Kind alleine sein werde. Und ich glaube, das ist einfach eine Einstellungssache. Wenn du so reingehst, dann weißt du das und dann ziehst du das durch. Und wenn du eben eine andere Einstellung hast und davon ausgehst, dass du zu zweit bist, dann ist es wahrscheinlich sehr schwierig, wenn du dann über längere Zeit alleine sein musst. Darf ich fragen, Miri, welche Phase war schöner, als Felix viel unterwegs war oder jetzt, wo er viel zu Hause ist? Natürlich, wenn er zu Hause ist, ja ganz klar. Allein schon für die Kinder, die lieben ihren Papa. Der Felix ist, muss ich sagen, wirklich der beste Papa, den sie sich wünschen könnten. Und ich freue mich auch immer, wenn er da ist, ist ja klar. Es ist nur total witzig zu sehen, dass oft so Dinge wie ins Bett gehen oder in der Früh fertig werden, oft mal besser funktionieren, wenn ich alleine bin, weil man einfach mehr so den Drill hat, oder? Also ich weiß ja auch, okay, ich habe keine Hilfe. Ich muss die Kinder um
um 7:55 müssen die aus dem Haus sein. Und dann gebe ich halt auch Gas. Wenn ich weiß, der Felix ist da und der bringt dann die Große in die Schule, dann schludere ich auch umeinander. Dann stelle ich noch eine Waschmaschine an, dann mache ich noch das und dann komme ich noch ja mit den Sachen daher. Das mache ich sonst nicht. Und es läuft ein bisschen getakteter und strenger ab, wenn ich alleine bin. Ist das so? Das harte Regiment deiner Mutter. Felix. Ja, ist so. Es geht ja gar nicht anders. Und dieselbe Frage an dich. Welche Phase war schöner? Viel zu Hause oder viel unterwegs? Nee. Ey, da kriegst du mich jetzt nicht mehr, lieber. Viel unterwegs. Da kann man auf jeden Fall durchschlafen. Ja, durchschlafen ist schon. Aber ansonsten, hallo, also. Also ich weiß, dass du es absolut schwer findest, wegzufahren. Aber ich glaube auch, dass du es manchmal ganz schön findest, wenn du weißt, okay, weißt du was, ich habe jetzt ein cooles Wochenende, wie jetzt zum Beispiel Valdisea, wo du Skifahren gehen kannst, wo du deine Jungs treffen kannst, wo du dann das Abendessen mit Julien und der Tessa mal hast. Und so Sachen, glaube ich, ist schon cool, wenn man mal wie so eine Art Auszeit bekommt. Und freut mich dann auch für dich, ja, dass du es dann da schön hast. Ist also da kommst schön. Du auch immer sehr glücklich wieder mit Energie zurück. Ist auch sehr schön, weil du deine ehemaligen Kollegen triffst. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es wäre nicht so. Aber es ist trotzdem jedes Mal der Moment, wenn du von zu Hause wegfährst, dann, also dir zerreißt fast dein Herz. Das muss ich schon sagen. Jetzt verstehen sie es halt auch, gell, die Kinder. Das Weil war du siehst die Kinder boah, dann und dich und dann denkst du, boah, jetzt muss ich da irgendwo dann hin und dann bin ich weg von zu Hause. Das tut schon sehr weh, sehr, sehr weh. Also ich bin einen, den zieht es extremst nach Hause. Und ganz egal, wo und wann ich bin, ich komme immer nach Hause. Ja, das stimmt. Und es ist egal, ob ich dann um 4 Uhr in der Früh nach Hause komme, also jetzt nicht aus dem Club raus, sondern wenn ich irgendwo unterwegs bin. Also ich versuche immer nach Hause zu fahren, immer. Ich fand den tatsächlich beeindruckendsten Satz, jetzt gerade in den Ausführungen, den von Miri, als sie sagte, ich freue mich dann auch für dich und du kommst dann auch mit Energie und so weiter nach Hause. Und ich glaube, wenn du eine Partnerin hast, wo du weißt, es ist nicht vorgeschoben, sondern es ist wirklich ernst gemeint, ist es nochmal was anderes. Ich hatte neulich mit einem Kumpel mich wirklich lange darüber unterhalten, wie frei ist man denn eigentlich als Familienvater wirklich noch? Und ja, ich durfte auch jetzt in den 17 Monaten mit den Jungs nach Malle oder ich war mit meinem Bruder auf dem Junggesellenabschied. Ja. Wie lang denn? 4 Tage und dann kam Frau mit Kind nach. Wie alt bist du jetzt, Phil? 36. 36. Ich bin noch nicht zu alt dafür. Ich weiß. Ich glaube, dafür ist man nie zu alt wahrscheinlich, wenn man da mal so richtig ausbrechen muss. Dann. Ja, aber ich habe das einmal gemacht vor langer Zeit und ich muss sagen, ey, da zieht mich nichts mehr hin. Wirklich nicht. Also das kann ich nicht mehr. Das geht nicht. Weil es dir zu assi ist, oder? Was heißt zu assi? Ich glaube, du packst es einfach nicht mehr so lange wach zu bleiben. Ja. Wirklich. Felix ist alt geworden. 3-4 Tage, da Ballermann, volles Programm, hey, keine Chance. Keine Chance. Der wäre ein Totalschaden danach. Ich glaube, da würde er richtig lang brauchen, um sich zu erholen. Absolut keine Chance. Zurück aber zu dem Punkt, zu sagen, ich darf Dinge machen oder mein Partner erlaubt mir auch mal zu sagen, hier, mach mal dies, mach mal jenes, macht nur dann so lange Spaß, solange du selber vom Kopf frei bist. Und so wie ich das jetzt gerade bei euch verstanden habe, Felix, bist du es ja auch nie wirklich. Und egal, wo du gerade bist auf der Welt und egal, ob die Miri sagt, mach und hab Spaß und so weiter, du bist vom Kopf her trotzdem immer irgendwie zu ein paar Prozent zu Hause bei den Kids. Wie geht's denen? Läuft alles? Genau. Und somit habe ich auch dieses Verlangen gar nicht mehr. Automatisch ist es mit dem Vatersein. An der Stelle übrigens Cross-Promo an die Folge mit Lino Strasser. Auf jeden Fall nochmal reinhören. Wirklich eine super spannende Folge, weil da ja auch rauskam, wir Männer haben es da vielleicht auch nach wie vor nochmal so manchmal ein bisschen einfacher. Deshalb jetzt die Frage an dich, Felix. Wie oft gibst du denn auch der Miri die Auszeit? Wie oft darf die in Valdisea Skifahren? Und, ich muss echt sagen, du musst dir vorstellen, wir haben 3 Kinder. Die Große ist jetzt 6 Jahre alt. Und die Miri, die war 6 Jahre, also die Tage kannst du an einer Hand abzählen. Ja, vielleicht an 2 Händen abzählen, wo du mal... Wo ich alleine war. Alleine. Ich glaube, das kannst du wirklich. Das war Barcelona, wo ich mit der Lina war. Und dann nochmal die paar Tage. Und jetzt nochmal 3 Tage in Elmo. Okay, es sind 6 Finger. Aber das ist schon 6 Finger das in 6 Jahren. Das musst du vorstellen. Das muss man sich wirklich mal geben, ja. Ja. Aber sie wirkt auch nicht so, als wenn sie was vermisst, oder täusche ich mich? Überhaupt nicht, aber... ich glaube, das ist auch, weil ich
eben als Sportlerin so viel erlebt habe und so viel gereist bin und das satt hatte. Also mir stand es dann hier irgendwann nur noch aus der Tasche zu leben und ständig unterwegs zu sein, kein Ruhepol zu haben, kein Nest zu haben. Und ich vermisse jetzt nichts. Also ich bin nach wie vor, kann ich ja viele Dinge machen, auch mit den Kindern. Und von dem her bin ich super glücklich an dem Punkt, wo ich hier bin. Ich denke mir so oft so, wo nimmst du dir die Kraft und die Power her? Aber das ist genau das. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen, gar nicht. Ja, und dann bin ich tatsächlich heute früh, ich habe zum Felix gesagt, weißt du was, du bringst jetzt die Kinder schnell weg. Ich muss jetzt eine Stunde schnell aufs Laufband gehen und habe mir das Laufband angemacht und das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Danach bin ich irgendwie richtig glücklich. Also der Sport gibt mir totale Glückshormone und dann komme ich gestärkt durch meinen Tag. Aber auch wenn jetzt so die Lotte vielleicht einen Zahn bekommt, also die kleinste oder so, und nicht schläft und dann steht die in der Früh auf und dann sagt die so, ich muss jetzt Sport machen. Ey, weißt du was, da könntest du mich, das ist überhaupt nichts für mich. Kannst du dir das vorstellen, Phil? Nein, 0,0. Zuhörerinnen und Zuhörer könnt, vielleicht schaffen das manche, aber sie hat vollkommen recht in dem, was sie macht. Weil ja, aber anders werde ich unausstehlich. Und das weißt du auch, dass wenn ich das dann nicht mache, und wenn ich nur eine halbe Stunde irgendwie rausgehe, aber diese frische Luft, ich muss ja nicht mal irgendwie groß Sport machen. Manchmal habe ich auch Tage, wo ich wirklich nicht mehr kann. Aber dann so eine halbe Stunde spazieren gehen und dann mit einer Tafel Schokolade aufs Sofa setzen, gibt mir einfach, das ist wie so ein Reset-Button und dann geht's wieder. Felix, jetzt kenne ich dich seit einem Jahr noch ein bisschen besser, dank dieses Podcasts. Und ich würde sagen, mit dir ist halt auch immer nie Bier ernst, sondern auch zu Hause ist wahrscheinlich immer ein bisschen Quatsch dabei. Ist das so? Ja, okay. Absolut. Absolut, ja. Also ich meine, wir können schon auch streiten, gell? Das ist jetzt nicht so, es ist jetzt auch bei uns mal eine Diskussion oder heute früh war ich mal kurz sauer, weil ich habe zum Felix gesagt, weißt du was, ich habe das letzte Brot für die Kinder und wenn er eh vorbeifährt, ob er nicht bitte beim Bäcker noch, dann kommt er heim und sagt, oh, sorry, ich hatte kein Geld dabei, weil ich mir denke, oh, nervt mich dann schon, muss ich fairerweise sagen. Gell? Hallo, du musst es schon so erzählen, so wie es auch wirklich war. So, wir haben einen Bäcker bei uns in Garmisch und so ein kleiner Bäcker macht die besten Brezen. Für den muss man auch mal eine Lanze brechen, muss ich sagen, weil das ist wirklich, das ist noch der beste Bäcker so eine Backstube, so wie man sich's vorstellt. Junge Leute hinten drinnen in der Backstube und so weiter. Und wirklich alles familiengeführt, handmade, das ist familiengeführt, toll. Nicht so ein Riesending da, wo in der Früh irgendwie die Sachen kommen und dann Aufbacksemmeln kommen. Ja. Also der Bäckerei Hobmeier in Garmisch. Und Hobi. Und der Hobby. Und die Miri, die hat aber leider eine Glutenunverträglichkeit. Und ich bin in der Früh, ich habe die Kinder weggebracht und dann denke ich mir so, hey, ich will jetzt noch Brezen kaufen, ich muss aber im Bioladen und ihr diese Dinkelbrezen kaufen, weil sie die so mag. Im Bioladen gibt es glutenfreie Brezen. Ja, genau, glutenfreie Brezen. Und ich hatte aber kein Geld dabei. Und auf die hatte ich aber heute nach dieser schlaflosen Nacht wahnsinnig Lust. Und ich hatte kein Geld dabei. Und ich sage ihm noch, bitte kauf diese Brezen. Und dann konnte ich nicht die Brezen kaufen und dann bin ich beim Hobi vorbei, weil die uns halt kennen. Und dann habe ich da halt aufschreiben lassen. Und dann bin ich mit normalen Brezen und mit dem normalen Brot nach Hause gekommen. Ja, und dann war es ja. Aber ich war nicht sauer. Ich habe nur gesagt, oh Mann, ey, danke. Also ich glaube, wir streiten uns häufiger und intensiver. Und da geht es dann auch nicht nur um, ob jemand das Brot nicht mitgebracht hat oder nicht. Ja, ist schon ziemlich sweet bei euch. Vielleicht ist ja auch das Geheimnis tatsächlich wirklich, dass ihr Leistungssportler wart, weil man da auch andere Stresssituationen gewohnt ist und sich dann nicht am Ende wegen einem Brot wirklich aufregt. Deshalb, um da mal so einen Haken dran zu machen, wir sagen ja auch immer, wir sind der Podcast mit der Lebensschule Sport, auch was jeder Einzelne dann auch und jeder Einzelne für sich daraus dann mitnehmen kann. Schwierige Frage, aber Miri, gibt's deiner Meinung nach eine Art Geheimnis, irgendwas, was jeder Einzelne vielleicht für sich und seine Beziehung mitnehmen kann, vorausgesetzt er oder sie war Leistungssportler? Nein, also ich glaube, vorausgesetzt mit dem Leistungssport, ich glaube, das ist eigentlich egal. Natürlich hast du als Leistungssportler oft Drucksituationen gehabt und oft schwierige Momente gehabt, große Niederlagen, wo du gelernt hast, dass es viel Wichtigeres im Leben gibt. Und ich glaube, das ist das, was uns auch oft hilft, so dieser Blick auf das große Ganze, dass es einfach
nicht wichtig ist, ob ich jetzt diese Brezen bekommen habe oder nicht. Ich war, muss ich fairerweise sagen, kurz enttäuscht, weil ich mir dachte, boah, ich bring dir doch immer dein Zeug mit, gell? Denkst du mal, also hättest du ja ruhig mal an Geld denken können. Im Auto ist immer irgendwo Geld versteckt, aber genau heute halt nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ach, eigentlich ist es völlig wurscht. Ich esse was anderes, ist auch okay. Ja, und das ist eben dieser Blick aufs große Ganze. Es ist völlig egal, wir sind gesund. Uns geht's gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können Essen kaufen. Würde ich gerade sagen, wir können uns immerhin Brezen diese kaufen. Diese Brezen kaufen, genau. Oder eben. Wir können auch beim Hobmeier anschreiben lassen. Ja, eben. Warum genau, hast du es nicht gemacht? Das ist es halt. Ja, habe ich ja gemacht beim Hobmeier. Ich habe da anschreiben lassen, aber beim Bioladen konnte ich nicht anschreiben lassen. Ja. Ach, beim Bioladen nicht. Übrigens, ja. Hier als Bankkaufmann muss ich das an der Stelle natürlich sagen, hier, liebe Bäckerei Hobi, es gibt auch kontaktloses Bezahlen, ja. Wir müssen einfach so einen Cashpoint euch dahin stellen und dann kann der Felix da mit seiner coolen Uhr rüber swipen. Nicht mehr der Felix, der, also banktechnisch so, ich glaube, du hast nie eine Geld, also eine EC-Karte dabei, oder? Na, ich will, ganz ehrlich, ich mag auch nicht diese ganze Online-Geschichte und dass ich dann übers Telefon bezahlen kann und so. Das, ich habe immer, ich habe noch da nie. Da weigert er sich. Ich habe noch nie etwas online bezahlt. Nee. Nein, kann er nicht. Er hat auch kann er nicht oder will er nicht? Secure, nee, safe nicht. Und so weiter. Letztens ist er nach, wo bist du hingefallen? Nach Gröden. Dann ruft er mich an, du Schatz, ich fahre gleich auf die Autobahn, kannst du mir noch eine Vignette kaufen online? Ich kann doch das wieder nicht bezahlen. Also das ja, kann weil er nicht. Ja, der aber ist da die nicht sind, angemeldet. Die sind auch nicht angemeldet. Die nein, das, der weigert sich aber auch. Also da ist er wirklich strikt. Dann habe ich, musst du dir vorstellen, die Kinder links und rechts gebrüllt. Ich war auf dem Weg. Unsere Große, die wollte bei einem Eiskunstlauf-Wettkampf mitmachen. Die Kleine wollte sich nicht anziehen lassen. Der Mittlere wollte unbedingt aber zum Skifahren jetzt gehen und nicht zum Schlittschuhlaufen, weil er wollte jetzt auf die Skipiste. Und ganz in dem Chaos ruft Felix an und meint, ich brauche jetzt sofort eine Vignette, weil ich fahre jetzt auf die Autobahn und du weißt doch, ich kann das nicht. Ich habe meine Karten sind ja da nicht angemeldet. Ey, Felix, ohne Flachs jetzt mal ganz ehrlich, nach der Story, shame on you. Dann gehst du halt mit der Zeit mal mit und packst dir so ein paar Technik-Skills drauf, als dass du deine arme Frau, die da drei Kinder. Ja, es geht da doch jetzt gar nicht drum. Das war, weißt du, das Problem war, dass ich habe ehrlich gesagt vergessen, die Vignette zu kaufen vorher bei der Tankstelle. Das wäre easy gegangen. Und ich war schon so kurz vor der Autobahn und ich habe halt auf die Schnelle eine Vignette gebraucht. Du bist eigentlich schon auf der Autobahn drauf gewesen. Nee, war ich noch nicht. Ich war kurz vorher. Ich war Zillerberg runter. Okay. Auf alle Fälle denke ich mir so, shit, ich brauche ja diese Vignette und ich kann aber nicht diese, also ich habe diese, meine, die Kreditkarte ist nicht freigeschaltet für online Transaktionen. Ja. Habe ich das richtig ausgedrückt, Herr lieber Banker? Ja, Online-Banking wäre jetzt Online-Banking. Vielleicht der gebräuchlichere Begriff. Aber das, da bin ich ein bisschen skeptisch, was dieses ganze Online-Gedöns mit diesem ganzen Zeug da, das, na, ich kann bar bezahlen oder ich kann auch so mit Karte bezahlen, aber alles dann online und über Internet und dann irgendwo Dinge bestellen das und Ding, dann überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu zu haben, so was eigentlich was tatsächlich kostet. Das finde ich ein bisschen spooky. Man muss dazu sagen, dass der Felix ein Mensch ist, der braucht nichts. Jetzt bin ich gespannt. Nee, du brauchst nichts. Der kauft auch nichts. Das ist dem völlig wurscht. Er weiß, dass alles, was Kinder, Haus und so weiter betrifft, dass er das nicht zu machen braucht. Wie du da einfach, während sie das so erzählt, im Hintergrund so richtig, nicht selbstgefällig, nicht falsch verstehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder ihr könnt es ja auch euch übrigens anschauen. Das Ganze gibt es als Podcast. Aber er ist sehr glücklich. Ich glaube, er ist ein sehr glücklicher Felix Neureuther, dass du ihm das so abnimmst. Ja, nee, und deswegen, ja, aber, deswegen brauchst du nichts. Und du gehst dann, aber er ist dann so, er geht dann, wenn er am Flughafen ist und irgendwie Flugverspätung hat oder er steht irgendwo in München und muss zu einer Veranstaltung, keine Ahnung, und er hat noch Zeit. Dann geht er auf einmal in irgendein Geschäft rein, kauft sich 5 Hosen, 5 T-Shirts und 5 Pullover, kommt damit nach Hause und ist der glücklichste Mensch und hat so quasi seinen Jahreseinkauf. Was heißt Jahres? Das für die nächsten 10 Jahre reicht es. Genau. Hat er dann erledigt. Das war es dann wieder. Ja. Mehr braucht mein Mann nicht. Nein, ich brauche gar nichts. Wirklich. Ganz ehrlich, wir haben doch alles. Ja, ich weiß. Es gibt alles immer überall im Überfluss. Wieso muss man immer wieder mehr kaufen und mehr kaufen, mehr kaufen? Man kann doch auch mit Dingen zufrieden sein, die man hat. Und ich muss, du musst schon auch sagen, also was die Kinder betrifft, so was die Sportsachen und so, da bin schon ich auch derjenige, der... Du wüsstest nicht mal, wo man Schlittschuh kauft.
Ja, ich bin jetzt nicht der Eiskunstlauf-Papi. Nein, er weiß wo er seine Alpinski kauft. Ja, das weiß er. Und Skischu. Ja, aber ich weiß dann ja, hört's auf. Unsere Tochter, das ist immer so lustig, wenn die beim Eiskunstlaufen ist, dann und ich bringe sie hin und dann da in der Kabine dann umziehen und so weiter. Dann sind die anderen Eltern und die wissen halt genau, wie was funktioniert, wie man die Schlittschuhe anzieht und so. Und ich bin ja absolut ahnungslos, was Eiskunstlaufen betrifft. Und dann sagt unsere Tochter so, boah, Papa, ey, komm, ey, ich mach das. Das ist so peinlich. Gell? Und dann gesagt, ich weiß nicht mehr, was man dann da wirklich anziehen muss und so weiter. Ja. Du hast doch bestimmt die Handynummer von Katharina Witt, nehme ich an. Kannst du dir jetzt kurz einfach eine WhatsApp schicken? Kadi, kannst du mir mal Nachhilfe geben für Eiskunstlauf? Das Gute man muss sagen, der Eiskunstlaufverein hier in Garmisch, der Zirrisser See, hat ganz tolle Trainerinnen, das sind das junge Mädels. Muss man auch Werbung machen, richtig gut. Muss man wirklich für die zwei, die machen das so mit Herz und gerade auch die Trainerin, die unsere Tochter hat, das ist so eine nette. Die kümmert sich um diese Kinder und die springt dann immer sofort in die Bresche. Ganz, ganz toll. 22 Jahre alt, ey, haut sich rein für die Kinder. Wirklich, macht Chapeau, Hut mit ab. Mit riesigem Herz und wirklich ganz toll. Das ist jetzt der perfekte Übergang, um tatsächlich mal aufs Thema Heimatliebe zu kommen. Ich wollte es gerade schon nach eurer Hommage an den Bäcker und nachdem ihr dann aber auch gesagt habt, dass Felix nicht so viel braucht und dieses ganze Shishi nicht braucht und keine coolen fancy Einkaufsläden und du wiederum ja aber auch nicht, Miri, ist vermutlich auch genau der Grund, warum ihr in Garmisch-Partenkirchen lebt. Also ist jetzt nur meine Theorie, weil es vielleicht, Felix, korrigier mich, dir immer noch so ein Gefühl von Kindheit und es ist alles so, wie es auch früher war. Du, nicht dieser ganze neumodische Quatsch, kein Online-Banking. Ein Bäcker, wo du einfach nur bar bezahlst oder anschreibst, so wie es schon bei unseren Eltern und Großeltern war. Ist das etwas, was du brauchst fürs Gefühl, dass Dinge so bleiben, wie sie mal waren? Ja. Ich glaube schon, ja. Also ich sage so diese, weißt du, wenn du so viel unterwegs bist, wenn du so auch teilweise in der Öffentlichkeit stehst, so dieses Geerdete, dass du einfach so sein kannst, wie du auch bist, so dieses Nest zu haben, zu Hause, ja, ein Rückzugsort, dieses Gefühl von Heimat, ich glaube, dass sowas, also es gibt mir unfassbar viel und ist was, wofür man, glaube ich, auch extrem dankbar sein muss, dass man einen Ort Heimat nennen darf. Ja, total. Weil wie viele Menschen gibt es, die auf der Suche nach so etwas sind, nach so einem Gefühl, die sich es entweder gar nicht leisten können oder auch die beruflich gezwungen sind, irgendwo zu leben, wo sie eigentlich gar nicht leben wollen. Und wir dürfen da leben, wir dürfen da leben, wo andere Urlaub machen. Ja. Und da sind wir beide aufgewachsen. Und da kennst du jeden, ob das jetzt der Bäcker ist, ob das der Metzger ist, weiß ich nicht. Das ist einfach ein Stück weit Geborgenheit. Und ich glaube, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, dann ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, das dich auch immer wieder erdet, weil auch diese Traditionen, die es bei uns gibt. Die Bräuche und alles. Die Bräuche. Das ist schon was, ja, das ist was Tolles, muss ich sagen. Das Schöne ist halt, dass es hier keinen interessiert, was du machst. Also hier ist man einer von der Gemeinschaft und es sind irgendwie alle gleich und es wird über uns genauso gelästert und gesprochen wie über Nachbarn und von dem her ist das irgendwie so ein bisschen schön einfach, hier zu wohnen, gell? Ja. Tja, Heimat. Ich habe knapp 15 Jahre in München gelebt und bin dann ja jetzt letztes Jahr zurück mit meiner Frau, die aber auch von hier kommt und es ist faszinierend, dass man trotzdem, obwohl das ja das gewohnte Umfeld war und ein Großteil der Familie ja auch dann in der gesamten Zeit über hier gelebt hat, wir haben trotzdem nochmal gebraucht, wieder hier anzukommen. Also es ist nicht so, dass Heimat automatisch dich sofort wieder abholt. Also Heimat ist vielleicht eher ein Gefühl. Deshalb verstehe ich das so gut, dass ihr sagt, wir haben uns und unser kleines Nest. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, könnte man dieses Nest Neureuther mit eurem Haus und allem Pipapo einfach jetzt so nehmen, irgendwo hin verpflanzen und es wäre trotzdem genauso schön? Oder ist es auch wirklich die Natur, das gewohnte Umfeld, der Bäcker, die Nachbarn? Also dass Heimat mehr ist als nur der Inner Circle, sondern das Ganze drumherum. Das ist Familie.
Natürlich auch. Also absolut. Die Familie, die hier wohnt. Und ich glaube schon, so, also kennst du einen schöneren Platz wie zu Hause? Wie jetzt Garmisch? Ja, wie Garmisch. Also Berge. Also ich muss sagen, Garmisch ist schon unglaublich, weil Garmisch hat halt einfach alles zu bieten. Ich kenne schon auch ein paar Orte, die mir auch sehr gut gefallen würden, aber da würde irgendwie immer was fehlen. Weil Garmisch halt eben dieses Komplettpaket ist. Also da sind wir nicht nur zu Hause, da ist eben auch unsere Familie zu Hause, da kennen wir jeden. Wir können beim Bäcker anschreiben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das wäre auch irgendwie super witzig, wenn ihr das nicht könntet. No, bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob wir da jemals die Kohle wiedersehen. Aber weißt du, wenn du jetzt irgendwo anders hingehst, dann musst du dir das ja alles erst wieder aufbauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du das Haus nehmen kannst und woanders hinstellen kannst und du bist sofort zu Hause. Das muss wachsen und sich entwickeln. Ich könnte mir schon auch noch vorstellen, also im Moment absolut gar nicht, weil einfach unser Zuhause hier ist, aber wer weiß, was wir in 10, 15 Jahren machen, ob dann, keine Ahnung, ob uns nochmal so ein bisschen die Lust packt, woanders mal das auszuprobieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ich glaube... Vielleicht, du, es hat ja auch dann mal so diese Thematik gegeben, ja, mit dass es dann hieß, dass sich die Miri von mir trennen mag. Und ja, da war irgendwas, stimmt. Ja. Also völliger Blödsinn, muss ich sagen. Auch diese Yellow Press mittlerweile, es ist furchtbar, was da geschrieben wird. Das ist echt schade, weil das hat mir wirklich wehgetan, muss ich echt sagen. Also das war so ein Punkt, der hat mich echt beschäftigt und das war komplett sinnlos, weil ich nie ohne meinen Mann irgendwo hingehen würde. Und also absolut nicht. Aber Norwegen ist halt einfach was, wo auch ein Teil von meiner Heimat ist und ein Teil von meiner Kindheit viel. Und ich würde nicht ausschließen, dass man nicht vielleicht in 10, 15 Jahren oder so, oder wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, du, wer weiß, vielleicht kaufen wir da noch ein Zweithaus oder was auch immer. Ich glaube, Heimat kann wachsen und sich kann auch an vielen anderen Orten entstehen. Es muss jetzt nicht der Heimatort sein. Ja, nee, das aber ich sag, also das soll ja auch gar nicht jetzt irgendwie heißen, dass das Garmisch-Partenkirchen der tollste, super, beste. Doch, ist es schon. Finde ich schon. Ort ist. Also ich bin wirklich gerne in Garmisch. Aber es gibt schon auch sehr viele Dinge, die jetzt nicht so rundlaufen hier. Ja, natürlich, aber das gibt's wahrscheinlich in allen. Es ist ja trotzdem, wenn du irgendwo aufwächst und mit den Umgebungen so vertraut bist und die Berge, ja, das ist ja egal, ob das jetzt Garmisch oder ob das Meer ist, die Küste, ja. Keine Ahnung, ist ja auch so etwas oder an einem See oder an einem Wald oder egal wo, oder auch in der Stadt. Ja. Alles hat irgendwo seinen Reiz. Und für uns sind es halt die Berge, wo wir uns so zu Hause fühlen. Also ich könnte mir zum Beispiel never ever vorstellen, mal in der Stadt zu leben. Nein, auf gar keinen Fall. Aber da sind wir auch nicht die Typen dafür. Und das ist eben, was ich vorher gemeint habe. Da würden wir gar nicht reinpassen. Aber ich würde bei dem Norwegen-Ding noch einmal nachfragen wollen, weil du sagst ja selber, ey, Garmisch ist schon nah an der Perfektion und trotzdem bleibt da dieser Sehnsuchtsgefühl vielleicht auch, weil du ja auch sagst, es ist Teil von deiner DNA und deiner Heimat. Kann man es am Ende überhaupt benennen, was dich da hinzieht? Ich glaube, es ist nochmal das noch freier sein. Es ist noch mehr Natur, es sind noch deutlich, also viel, viel weniger Menschen. Man ist einsamer da oben. Und das mag ich. Ich mag auch die Dunkelheit im Winter und ich mag, dass es im Sommer die ganze Zeit hell ist. Ja, also ich weiß nicht, ob ich für immer da leben könnte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Garmisch ist schon echt, wie gesagt, sehr, sehr toll und gerade auch mit Kindern der perfekte Ort. Auch unser Gesundheitssystem in Deutschland ist, glaube ich, nonplusultra. Weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt Besseres gibt. Aber irgendwie, ja, also würde es mich schon mal reizen, da oben. Und wenn es nur ein paar Monate sind, aber so mal eine lange Zeit am Stück da zu verbringen, würde ich schon irgendwann schön finden. Wie gesagt, irgendwann, nicht jetzt, nicht morgen, auch nicht in 5 Jahren. Und ganz wichtig, mit Felix. Mit Felix und unseren Kindern oder auch nur Felix und ich alleine, wenn sie aus dem Haus sind, keine Ahnung. Aber so ganz vom Tisch ist das für mich natürlich nicht und weiß ich nicht, vielleicht machen wir es irgendwann oder auch nicht. Aber deswegen bin ich weder glücklicher noch unglücklicher. Das, was ich brauche, ist meine Familie um mich rum und da kann ich auch überall auf der Welt sein. Also kann man sagen, weil wir jetzt vorhin über Liebe, Sportlerliebe gesprochen haben, jetzt über Heimatliebe, hängt auch miteinander zusammen. Ne? Also Liebe ist gleich Heimat, Heimat ist gleich Liebe. Und für den einen ist es die Familie, der Lebenspartner, die Kinder, aber es hängt schon alles auch miteinander zusammen, dass man den Ort, den man zum Glücklichsein braucht, meistens eng verbunden ist mit den Menschen, die man halt auch liebt. Ja,
Auf jeden Fall. Ich kann nur da zu Hause sein, wo meine Familie ist. Ey, es wäre richtig besinnlich hier gerade. Passend, jetzt sehe ich sehe ja bei euch leider nur so einen Schrank. Aber es ist ja schon eine Weihnachtssendung und ich glaube schon auch, dass in der Zeit, dass man dort sehr besinnlich sein muss, definitiv. Das wollte ich, genau. Danke. Weil, ich wollte gerade fragen, ob du das auch automatisch wirst oder ihr werdet. Oder seid ihr trotzdem noch, ihr seid nie getrieben und hektisch, aber kommt ihr auch runter? Entschleunigt ihr? Weil, ich sag mal, Wintersportsaison, Felix, ist jetzt bei dir nicht so, dass du gar nichts auf der Uhr hast. Ja, aber wenn du drei kleine Kinder hast an Weihnachten und da steht ein Baum und da brennen Kerzen. Also da kann ich nicht entschleunigen. Also entschleunigen. Mit drei Kindern Weihnachten feiern ist jetzt weniger entschleunigend. Aber es ist einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, also, dass es wahnsinnig wichtig ist, in der Zeit wirklich einfach mal innezuhalten, um zu und sich auch immer wieder vor Augen zu halten, hey, was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein? Sind es die wahnsinnig vielen super-duper Geschenke? Nein. Sondern also was ist das Wichtigste, was man irgendwie den Kindern mitgeben kann und auch schenken kann. Und das ist tatsächlich, ich finde, das ist Zeit. Ja. Zeit, die du mit den Kindern verbringst. Dass du während der Weihnachtszeit, wenn da auch mal ein paar Tage frei sind, dass du auch wirklich dir die Zeit bewusst nimmst und sie mit deinen Kindern verbringst. Dass du mit ihnen sportelst, rausgehst in die Natur. Das ist eigentlich das größte Geschenk, das du den Kindern machen kannst. Boah, könntet ihr bitte wirklich, das wäre so cool, wenn ihr am Heiligabend so ein Geschenk schön eingepackt, ja, und dann packt eure Älteste das aus und dann ist da drin ein Gutschein für Zeit. Ja, dann möchte ich nur gucken, wie sie darauf reagiert. Du kannst dich erinnern, wer das vor ein paar Jahren geschenkt hat. Will ich jetzt auch gar nicht so näher drauf eingehen, aber wer mal Zeit geschenkt hat. Mhm. Oh, okay. Und das war, fand ich, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, und du Dinge besser verstehst, dann war das, muss ich sagen, war das schon eigentlich somit das tollste Geschenk. Ja, das stimmt. Jetzt wollte ich einen schlechten Gag machen und es wurde tatsächlich im Hause Neureuther verschenkt. Ja, finde ich cool. Ich wollte nur darauf hinaus, dass für Kinder trotzdem auch das Thema, ich sehe es genau wie ihr, wir werden da jetzt auch keine Materialschlacht rausmachen und Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden, aber Kinderaugen zu sehen, wenn sie sich freuen über Kleinigkeiten, ist schon auch. Auch es dürfen auch mal größere Sachen sein. Also magisch. Wie gesagt, wir haben drei Kinder und bei uns wird es auf jeden Fall Geschenke geben. Und bei uns sind auch krasse Sachen unterm Baum, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, haut mal einen raus. Ich glaube nicht, dass die drei Podcast hören. Verrate doch mal, was wünscht sich absolut unbedingt eine Skating-Ausrüstung zu Weihnachten, dass sie langlaufen gehen kann zum Skaten. Sie hat eine klassische Ausrüstung und ich war immer der Meinung, das reicht und sie braucht nichts anderes. Aber ihr größter Wunsch ist es, eine Skating-Ausrüstung zu bekommen. Da brauchst du Schuhe, also Skating-Schuhe, du brauchst einen Ski und du brauchst Stecken. Also ich finde, das ist schon ein krasses Geschenk. Das ist jetzt nicht günstig und das wird sie zum Beispiel bekommen. Natürlich ist es was Sportliches und wir können wieder Zeit mit ihr da verbringen, aber bei uns sind auf jeden Fall auch schöne Sachen unterm Baum, wo die Kinder sich wirklich freuen und die Augen leuchten. Beides ist ja auch irgendwie so ein Einhorn, ja, oder ein Pferd. Ja, zum Beispiel. Nein. Ein Kuscheltier. Ja, ein Kuscheltier vielleicht. Ja, sind die eifersüchtig auf die Geschenke des jeweils anderen Geschwisterkindes? Okay, cool. Die freuen sich total für den anderen. Das ist wirklich süß zu sehen. Und teilen auch echt nett miteinander. Also heute früh war im Adventskalender so ein Handwärmer drinnen. Nicht immer. Nicht immer, aber oft. Also heute früh, das war wirklich, da hast du noch geschlafen, das war wirklich süß, da haben sie ihre... Weißt du was, die denken hier alle, dass ich überhaupt gar nichts mache. Entschuldigung, nein, das stimmt dass ich nicht. Überhaupt nichts mache, dass ich nur penne. Das, keine Ahnung, ich kümmere mich um gar nichts. Nein, so aber ungefähr. Man muss dazu sagen, es war 6 Uhr in der Früh und da hast du noch ein bisschen geschlafen. Du bist dann um 6:30 aufgestanden. Ja. Das ist ja jetzt nicht, also das ist 0,0 schlimm gemeint. Der Felix hilft natürlich mit, also nur mal um eine Lanze für dich zu brechen, Schatz. Aber es war sie hat in dieser Folge gesagt, dass du der beste Vater bist, den sie sich nur vorstellen kann, Felix. Das hat sie auch gesagt in dieser Folge. Und das war ja nur ein Spaß. Sie haben halt sehr, also sie sind um 6 zu ihrem Adventskalender gelaufen und haben den aufgemacht und haben so einen Handwärmer drinnen gehabt. Kennt ihr die noch, die man so knickt? Die habe ich zufällig bei uns in der Schublade gefunden und das hat jeder seinen bekommen. Und Mathildas ist, weil er wahrscheinlich schon alt war, beim Knicken aufgegangen und es ist ausgelaufen und sie war wirklich traurig. Und dann kam ihr Bruder daher und hat gemeint, du kannst meinen mitbenutzen. Oh.
Aber ja, wirklich war aber schön. Süß. Das war schön, wirklich ja. süß. Er hat gesagt, nicht traurig sein, du kannst meinen auch mal haben. Also wirklich, muss ich sagen, das war schon schön. 30 Sekunden später hatte er den Handwärmer über den Kopf drüber gezogen. Wahrscheinlich. Solange die Flüssigkeit da drin nicht trinken oder essen, ist, glaube ich, ja. alles entspannt. Felix Neureuther, was wünschst du dir von Miri Neureuther dieses Jahr zum Heiligen Feste? Und jetzt komm nicht mit Zeit. Ja, das ist eigentlich schon das, muss ich sagen. Dass wir mal mehr Zeit miteinander verbringen können. Das würde ich mir wünschen. Ja, einfach mal wirklich zu zweit. So zwei, drei Tage mal zu zweit. Ja, drei Nächte. Das wäre schön. Aber die, alles klar, ich nehme die Kids. Aber die Miri, ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Aber also ich muss schon sagen, so eins, das, was die Miri noch nicht weiß, was ich mir eigentlich schon sehr lange wünsche, schon sehr, sehr lange wünsche. Was? Das ist tatsächlich, ich hätte total Lust, dass ich Snowboard fahre. Ja, wow. Wirklich. Okay, das total ist jetzt der Schmarrn, den du sagen musst. Fuck! Ich wollte es, glaube ich, nicht rüberbringen. Überragend. Wirklich, das war, ich dachte, wir kriegen sie. Ich auch. Nein, der 100%. Felix mag überhaupt gar kein Snowboarden. Ach so, ja, okay. So ein Scheibenhund. Was, doch, ich tue Snowboarden. Ja, ist cool, aber du würdest es niemals gegen deine Ski, nee. Also jeder Skitag, den du haben kannst. Ich dachte, wir kriegen sie. Ich vergesse nicht. So ein Mist. Okay. Blöd ist, dass ich meins noch machen muss. Kannst du mir noch was Neues bitte kurz schicken per WhatsApp? Das passt. Ich freue mich total drauf. Ihr Lieben, wir biegen ein auf den, wie sagt man in der Loipe? Miri, auf die Schlussrunde. Auf die Schlussrunde. Schlussrunde, danke. Ganz kurz, bevor ich auf die letzten drei Fragen, die auch aus der Community nochmal kamen, eingehen, hier Biathlon. Warum hast du eigentlich das nicht verstanden, dass man auf die Scheiben schießen muss? Zum Ende hast du eigentlich. Das ist das, was du den Schmarrn unterbringen musst. Hast du ein, weißt du was, das ist. Ja, das hätte er in jeder Sekunde sowieso, hätte sie gemerkt, dass ich das, das kann man nicht ganz anders. Ich kann auch nicht nur von meinem Mann kommen, weil er mich damit immer ärgert. Also, das war echt schlecht, Ixi. Doch, weil wenn er mir was reindrücken will, dann kommt er immer mit sowas daher und so, ja. Du musst dir vorstellen, wenn du dann mit dieser bezaubernden Person zusammen bist und da kommt Biathlon im Fernsehen und die läuft Richtung Schießstand. Weißt du was, ich hatte da ja Puls von 250 und ich bin vor dem Fernseher rumgesprungen. Das kann sie sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie ich da abgegangen bin. Und sie war halt. Ich war jetzt nicht die allerbeste Schützin. Das die allerbeste Schützin jetzt nicht unbedingt. Ja, du warst gut beim Schießen, aber jetzt nicht ich die hatte allerbeste. Meine in der Loipe besser. Meine Tiefen. Genau, lassen wir es einfach so. Die Loipe war deutlich meine starke Seite. Lassen wir es so stehen und jetzt. Aber ich bin froh, muss ich sagen, für meine Nerven, dass ich aufgehört habe. Boah, da hab ich da geschwitzt. Geht mir ganz ähnlich beim Skifahren, weil dieses Slalomfahren mit dem Einfädeln. Ich war immer froh, wenn ein Riesenslalom war, weil da wusste ich, okay. Da muss schon echt blöd laufen zum Einfädeln. Mhm. Aber beim Slalom war das schon auch immer echt spannend. Ich habe es meistens immer mit Felix' Eltern angeschaut, dann nachdem ich aufgehört hatte. Und es war schon immer sehr nervenaufreibend. Emotional. Ich würde es gerne auch nochmal emotional beenden wollen. Und zwar der Heilige Abend. Wer mag erzählen, wie der bei euch abläuft? Von ihr werdet wach bis ihr geht ins Bett um. Also ich schlafe erstmal bis um 11 Uhr vormittags. Nee, ich bin da schon früh wach natürlich. Du 24, da ist ja mit den Kindern und dann muss man, wir machen, du, wir müssen Baum immer machen, raus mit den Kindern. Dann muss man raus, Baum schmücken, Geschenke. Den Baum machen wir tatsächlich schon um 22. Ja. Ja, stimmt. Aber die Geschenke noch herrichten. Die sind schon alle fertig, Schatz. Aha. Ich muss meine Geschenke noch herrichten. Ja, das ich Ding muss ist meine nämlich, Geschenke noch kaufen. Schatz, ich sag dir eins, nur zu deiner Information, der 24. ist dieses Jahr ein Sonntag. Deine Rechnung, haben keine Geschäfte mehr offen. Deine Rechnung geht nicht auf. Scheimonig. Eieiei. Soll ich dir was zuschicken? Weil du machst ja kein Online-Banking und wahrscheinlich machst du auch kein Amazon und so. Hat er noch nie. Ich habe in meinem Leben noch nie was online gekauft. Nee. Hat er wirklich nicht, ich schwöre. Irgendwie finde ich es cool. Habe ich noch nie gemacht. Auf jeden Fall hat er aber am 24. hat der Felix immer so 2-3 Stunden, die er einplant, um seine Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber das geht dieses Jahr nicht.
Ja, das stimmt. Ist Fall, das ist gut, dass es, das ist gut, dass du es sagst. Ja. Kochst du denn dann für die Familie so richtig? Jetzt glaube ich, hatten wir. Genau. Was war die Frage? Ich habe leider dazwischen geredet. Was ich sich zu Weihnachten wünscht, dass ich das am 24. noch. Ah, ich kann es ja, nicht komm, mehr bis jetzt. Morgen. Nein, du bist raus, weil du hast jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich habe, also wenn ich was habe für meine Frau, immer, das habe ich schon immer. Und ich lasse sie jedes Jahr immer in dem Glauben, dass ich nichts habe. War auch schon oft der Fall. Absolut. Und wie oft hast du es mir geglaubt? Nie. Was? Jetzt, nee, ich du hast es mir schon öfter nein, geglaubt. Ich habe es dir noch nie geglaubt. Ich bin ja nicht doof. Ja, okay, gut. Aber ich verkaufe es halt immer so. Ist immer ganz witzig. Welches Geschenk ist denn hängen geblieben? Das, was dir jetzt direkt in den Sinn kommt, das war wahrscheinlich das, was du am allerschönsten jemals fandest. Oh nein, da gibt es viele. Also ich habe zum Beispiel meinen neuen Thermomix bekommen. Ich habe auch meinen neuen Staubsauger bekommen. Ich habe mal eine Woche, da war Mathilda gleich 2, 3. Nee, 3 geht nicht, da war der Leo klein. 4. Da habe ich eine Woche einen Gutschein für eine Woche Urlaub ohne meine Familie bekommen, den ich aber bis heute noch nicht geschafft habe einzulösen. Ist der noch gültig? Natürlich. Also ich habe noch einen Gutschein für eine Woche Urlaub alleine. Dann, komm, was war das beste Weihnachtsgeschenk? Jetzt ganz ehrlich. Allem. Nee, was war das beste Weihnachtsgeschenk? Unser erstes Weihnachten. Nein. Was habe ich dir da geschenkt? Das erste oder das zweite Weihnachten? Das erste Weihnachten habe ich einen Thermomix bekommen. Mit was bin ich reingefahren bekommen? Das erste Weihnachten hast du keinen Thermomix bekommen. Doch, habe ich, ganz sicher. Nee, mit was bin ich das in die Wohnung gefahren? Das war zu meinem Geburtstag, ein Radl zum Geburtstag. Das war zu Weihnachten? Nein, das war zu meinem Geburtstag. War Geburtstag? Ja, natürlich. Ah. Aber das erste Weihnachten mit Kind habe ich einen neuen Thermomix bekommen, weil mein anderer kurz vor Weihnachten kaputt gegangen ist und das für mich ein Drama war. Und ich glaube, der Felix stand daneben und hat sich gedacht, yes, jetzt weiß ich, was sie zu Weihnachten bekommt. Und weißt du, was das Ding war? Dann habe ich diesen Thermomix, nee, das war schon vorher geplant, weil der in Alter ziemlich alt war. Auf alle Fälle dachte ich mir, so Thermomix, das kostet so viel Geld und dann heißt es immer, da kann man so gute Soßen und Schweinebraten und was weiß ich was alles machen. Ich dachte, da drückst du auf einen Knopf drauf, wo Schweinebraten draufsteht und dann kommt ein Schweinebraten raus. Ja, wirklich. Ich dachte mir, das Ding, das kostet so viel Geld, das muss das können. Aber er ist wirklich toll. Eine Lanze für den Thermomix. Ich benutze ihn, ich weiß nicht, wie oft am Tag und ich liebe ihn sehr. Oh, Miri, ganz kurz, wenn du mit dem Thermomix backst, dann kannst du bestimmt noch mal ganz kurz ein Weihnachtsrezept hier spontan für die Pizza- und Pommes-Fans. Weil wir sind mal angefangen mit deinem weltberühmten Pizza. Ja. Rezept. Und das ist ja hier durch die Decke gegangen. Eigentlich der gesamte Erfolg beruht eigentlich tatsächlich nur auf deinem, ja, auf der Pizza und deinem Rezept. Vielleicht hast du jetzt noch was für so ein paar coole Weihnachtscookies oder Kekse. Also Vanillekipferl, oder? Die backen wir, die sind sofort weg. Ja, die sind gut. Also es gehört auf jeden Fall rein. Es ist nicht viel. Es ist Mehl, Butter, gemahlene Mandeln, Vanillezucker und Puderzucker. Das zu einem Teig vermischen. Ich suche euch die Mengenangaben raus. Vanillekipferl formen, aufs Backblech geben. Ne, erstmal noch ein bisschen den Teig ruhen lassen, dann aufs Backblech. Diese Kipferl 10-12 Minuten backen und dann noch warm mit Puderzucker und Vanillezucker gemischt bestreuen oder drin wälzen. Ja, und dann gut. Kommt der Felix zum warmen Blech und das Blech ist leer. Oh, die sind aber auch wirklich richtig gut. Aber wirklich, da backst auf du alle vier Fälle Blech und eins ist gleich leer. Das Rezept, das werden wir zukommen lassen. Ja. Wie wir dann den 24. feiern. Ach so, das ist uns schon sehr wichtig, zusammen mit der Familie. Erstmal alle, machen wir Sport. Alle gemeinsam. Oder gehen spazieren. Es klingelt das Glöcklein. Auch immer sehr wichtiger Brauch. Ja, aber das ist ja erst später am Abend. Ja, aber dann geht man rein in das Wohnzimmer, dann steht da der Baum, die Kerzen brennen und dann singen wir. Ja. Tatsächlich. Und dann Schön. Wird zuerst mal auch wirklich, muss ich schon sagen, andächtig vor dem Baum gestanden. Es wird nicht sofort sich auf die Geschenke gestürzt, muss man auch sagen. Versuchen wir auch wirklich den Kindern das so beizubringen, dass sie zuerst mal warten und nicht sofort alles aufreißen, sondern dass man Geschenke auch bewusst aufmacht. Und ja, genau. Und dann ist Weihnachten. Ist schön. Was gibt's zu essen? Ein Rehrücken. Mhm. Wie jedes Jahr
bei uns sehr große Tradition. Mit Spätzle und Blaukraut. Genau, mit Spätzle und Blaukraut, ja. Und dann am 25., das ist für mich eine sehr wichtige Weihnachtstradition, gibt es Pinneschet. Das ist so Lammfleisch, getrocknet, gesalzenes Lammfleisch. Das wird 24 Stunden in Wasser eingelegt und dann gekocht. Bei Miris Mama. Bei meiner Mama. Am 25. dann. Und das, ja, das ist für mich tatsächlich das noch mehr Weihnachtsessen, weil ich das einfach, seitdem ich ein kleines Kind bin, so hatte. Und mit der anderen Tradition kann ich mich super gut anfreunden. Aber mein wirklich richtiges Weihnachtsessen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der 25. Nachdem wir jetzt zum großen Grande Finale kommen, dem Wer wird Millionär Weihnachts-Special. Du weißt wahrscheinlich, Miri, dass ich deinen Mann darauf vorbereite, mit dir eines Tages beim prominenten Special von Wer wird Millionär zu sitzen. Und in jeder Folge kriegt ihr zum Ende nochmal von mir 2-3 kleine Fragen gestellt. Okay. Und so auch in dieser letzten Folge im Jahr 2023. Übrigens, wir gehen danach in die Winterpause. Aber wir kommen wieder, das können wir auf jeden Fall an dieser Stelle auch schon mal versprechen. Und auch wieder mit vielen Quizfragen und ihr könnt euch darauf bewerben. Wenn ihr mal Joker sein möchtet, was in dieser Folge wahrscheinlich die Miri sein wird, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an pizzaundpommes@br.de und sagt, hey, ich bin so schlau, so unfassbar schlau, mich muss der Felix Neureuther mal als Joker in der Folge haben. Schreibt uns das und dann rufen wir euch vielleicht einfach mal an. So, seid ihr bereit? Ja. Ich habe übrigens die letzten Male sensationell abgeschnitten. Ehrlich? Ja. Richtig gut, ja. Er ist wirklich schlau. Muss ich sagen, er traut sich ja nicht. Er hat immer Angst, dass er ablust. Und ich versuche ihm diese Angst zu nehmen. Deshalb bereite ich ihn eigentlich vor. Hier links neben mir sitzt die absolute Quiz. Ja, aber das ist Champion, nur, wenn man zu Hause alleine auf dem Sofa sitzt. Unglaublich, wirklich richtig, richtig gut. Wenn ich mir einen Joker wünschen würde, der sitzt hier neben mir. Jetzt hau raus, Junge, komm. Ja, auf geht's. So, bam. Ich sag 3 von 3 und dann seid ihr endlich am Start. So, Frage 1. Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist der älteste Christkindlesmarkt. Was habe ich gesagt? Christkindlesmarkt. Ach so. Ja, gut, ja. Weiter. Ja, egal. Ist der älteste Weihnachtsmarkt in Bayern. Ja. Wann fand er zum ersten Mal statt? 1467, 1530, 1581 oder 1655? Wann hat der Nürnberger Christkindlesmarkt? Christkindlesmarkt. Sagst du mal, dann steht sie aber auch falsch. Nee, du redest das. In Bayern sagt man Christkindlesmarkt. Wahrscheinlich sagt man bei euch um Christkindlesmarkt. Okay. Es ist schwierig, also 1467, 1530, 81 oder 1655. Also ich nehme eins von den mittleren beiden, weil das sind 2 1500er dabei, dann nehme ich das frühere. Ist richtig, 1530 ist wirklich. Come on! Wenn ich schon nichts weiß, dann rate ich wenigstens richtig. Okay, Nee, ganz kurz hier. Die Redaktion möchte jetzt wissen, was euer liebster Weihnachtsmarkt ist. Wahrscheinlich steht er in Garmisch. Boah, wir sind gar nicht so ein Weihnachtsmarkt-Geher. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde den in Innsbruck tatsächlich sehr schön. Stimmt. Den Münchner finde ich auch richtig schön. Und aber in Innsbruck, der ist welchen schön, würde man jetzt fragen? Der ist schön, gemütlich, familiär. Ja. In München, was auch schön in Innsbruck, ist, in Dresden, der ist tatsächlich auch schön. Wann warst du in Dresden mal auf dem Christkindlesmarkt? Schon lange her. Schon echt lang her. Da war der schön. Aber gut, es gibt wahrscheinlich, es hat alles irgendwie so seinen Flair. Warst du mal in Dresden auf dem Christkindlesmarkt? Das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Okay. Vor deiner Zeit. Mit wem warst du da? Okay, nächste Frage. Wie viel geben die Deutschen pro Kopf für Weihnachtsgeschenke aus? Sind das 465 Euro, 497 Euro, 520 Euro oder 607 Euro? Ich finde das so schwierig, weil es ist alles so nah beieinander. Viel geben die Deutschen pro Kopf für Weihnachtsgeschenke aus? Finde ich auch irre viel. Selbst die niedrigste Zahl mit 465 ist... Das heißt für eine Person? Ja. Also wenn jetzt ich Geschenke Durchschnitt pro Kopf, genau. Was du alleine für Felix und die Kids ausgeben würdest. Das ist irre. Ja. Oh, krass. Das ist schon viel. Das ist viel. Das habe ich nicht ausgegeben. Ich auch nicht. Ja, wobei, bei deinem Geschenk... Ich bei deinem auch. Okay, also wie? Scherz. 465 Euro, 497 Euro, 520 Euro oder 607? Boah, schwer. Nehme ich das meiste, 607. Es waren 520. Ach, die hätte ich genommen. Scheibenhonig, okay. Ja, gut. Aber was sind denn das für Fragen? Okay, weiter. Ja. Die letzte, die entscheidende.
Wenn die sitzt, seid ihr dabei, 2024. Ja. Das ist mein Weihnachtswunsch. Was ist der beliebteste Weihnachtshit der Deutschen? Stille Nacht, Heilige Nacht, Last Christmas, Leise rieselt der Schnee oder Driving Home for Christmas? Ist das, inwiefern, an was wird das gemessen? An Klicks? Also die Quelle, die ich hier angegeben bekomme, ist von Statista und sie sagen, von Statista und YouGov ist das, ja, was das Lieblingslied ist. Also, man hat eine Umfrage gemacht. Also und das wie viel erste, bevor ich die Antworten, war sofort Last Christmas. Bei mir auch. Das kommt doch auch schon überall. Das Driving Home for Christmas, das ist immer erst so wirklich zum Schluss. Dann am 23., 22., wenn dann alle nach Hause fahren. Dann aber Last Christmas. Ja. Ist Stille Nacht, Heilige Nacht. Was? Oi. Es ist nämlich nicht, ich glaube, die Frage war bewusst gemein gestellt. Es ist nicht, was ist der meistgespielte Track oder so im Radio, sondern wenn man, wir haben 100 Deutsche auf den Straßen gefragt, nennen Sie uns einen Ihren Lieblingsweihnachtssong. Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, Stille Nacht, Heilige Nacht. Sollen wir alle drei zum Schluss ein Weihnachtsliedchen anstimmen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Dann sind alle weg. Stille Nacht, Heilige Nacht. Wie viele Strophen könnt ihr? Sollen wir einfach mal anfangen und schauen, wie wir kommen? Okay, pass auf. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank für die letzte Folge Pizza und Pommes in diesem Jahr. Weihnachtsfolge, und wir werden euch mit ein paar wunderschönen Klängen verabschieden und freuen uns schon sehr auf das neue Jahr, lieber Phil. Es war ein sehr schönes Jahr mit dir. Und danke. Ich freue mich auf das nächste, mein Lieber. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Und frohe Weihnachten da draußen. Bussi. Ich auch. Frohe Weihnachten. 3, 2, 1. Stille Nacht, Heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Das traute heilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar. Sag mal, könnt ihr die Lied Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in ganz so schlecht war es nicht. Nein, ja. Ich habe hier irgendwie auf dem Roadcaster Applaus. Mal gucken, ob ich die richtige Taste treffe. Katastrophe. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao. Frohe Weihnachten. Pizza und Pommes. Der BR24 Sportpodcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.